In Hessen wurde jetzt der Bau eines neuen großen Windparks genehmigt. Und zwar in einem der schönsten Wälder des Landes, dem Reinhardswald. Ein Ort, der schon die Gebrüder Grimm inspirierte. Die ersten von insgesamt 260 Buchen werden gefällt. Wertvolle Laubbäume, viele sind über 100 Jahre alt. Maschinen bearbeiten den Boden im Reinhardswald. Für die Naturschützer der Region ist das der Eingriff in die Tier- und Pflanzenwelt, gegen den sie jahrelang gekämpft haben. Zum Beispiel Bernhard Klug von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Windkraft gehört nicht in so einen Wald. Es ist ein Naturwald und wenn diese Standorte realisiert werden, wird dieser hervorragende Wald mutierend in ein Industriewald, in ein Industriegebiet. Der Reinhardswald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Hessen und die Naturattraktion der Region. Ann-Sophie Prilützki führt ein Hotel am Fuße des Waldes. 18 Windkraftanlagen, jede bis zu 240 Meter hoch, sollen rundherum auf den windigeren Höhenlagen des Waldes errichtet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass Gäste zu uns kommen wegen der unberührten Natur, wegen der Ruhe und wegen der schönen Landschaft. Wenn das in Zukunft nicht mehr so ist, dann sehen wir uns wirklich vor einer enormen Existenzbedrohung. Die Rodungen wollen Naturschützer nun mit einem Eilantrag stoppen. Der Reinhardswald gehört dem Land Hessen. Für das grüne Umweltministerium sind die Eingriffe in den Wald aber unbedenklich, auch weil 25% der Fläche ohnehin geschädigt sei. Die meisten Windenergieanlagen kommen auf die Flächen, wo die Fichten standen, die entweder schon umgefallen sind wegen der Borkenkäferplage aufgrund der heißen Sommer oder die so geschädigt sind, dass die Fichten auch keinen Bestand mehr hätten. So argumentiert auch der Investor. Ralf Paschold versichert, dass man den Wald nicht zerschneiden, sondern nur die Forstwege ausbauen wolle. Und dass die 1000 Kubikmeter Beton pro Fundament nach 20 Jahren Laufzeit auch wieder rückbaubar seien. Wir brauchen von den 20.000 Hektar Reinhardswald minimalinvasiv 14 Hektar dauerhaft für diesen Windpark. Das sind 0,07% der Fläche. Für mich absolut zu vertreten. Beteiligt am Geschäft mit der Windenergie sind auch regionale Energieversorger und 4 Kommunen. Besonders lukrativ aber dürfte das Geschäft für das Land Hessen werden. Denn für jedes Windrad gibt es Pachteinnahmen. Von über 1,4 Millionen Euro jährlich ist die Rede. Mit dem üblichen Verkauf von Holz käme man an solche Summen nicht ran, sagen Kritiker. Hessenforst betreut diesen Wald ja im Grunde genommen ja mehr oder weniger im Sinne des Bürgers und der Bürgerin treuhänderisch. Und das heißt aber nicht, dass der Wald im Grunde genommen gemolken werden soll wie eine milchträchtige Kuh. Die Bewohner der kleinen Orte am Reinhardswald wollen nicht, dass die Energiewende unbedingt vor ihren Türen stattfindet. Bin ich dagegen eigentlich? Energiewende? Schon, aber der Wald, für mich ist der Wald wichtiger eigentlich. Ich wandere sehr, sehr gerne. Und bei Windparks würde ich nicht wandern wollen, weil die sind sehr laut. Man hört immer dieses Windgeräusch, dieses. Und das hört man schon 500 Meter weiter. Wir brauchen die erneuerbaren Energien, sonst werden wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, was heiße, trockene Sommer mit unseren Wäldern machen. Die Genehmigung ist erteilt und die Rodungen werden im Herbst vermutlich weitergehen, falls die Naturschützer nicht doch noch mit neuen Anträgen und Klagen Erfolg haben.